Auch nochmal herzlich willkommen von mir und vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und wir fangen einfach gleich mal an. Der Titel des Webinars heute ist Einsatzmöglichkeiten des fallbasierten Lernens. Zunächst einmal etwas zur Gliederung. Ich werde versuchen, das Konzept des fallbasierten Lernens Ihnen ein wenig näher zu bringen. Dann zeige ich ein paar digitale Anwendungsbeispiele, die in der Tiermedizin verwendet werden. Dann ein wichtiger Punkt beim fallbasierten Lernen sind die Navigationsformen. Was das ist, da kommen wir später noch drauf. Dann lösen wir zusammen live heute einen Fall in dem Kasus Lern- und Autorensystem, das wir in unserer Hochschule schon lange erfolgreich einsetzen. Und zum Ende erzähle ich Ihnen noch was zu den gängigen Fallformaten, die wir hier an der Tierärztlichen Hochschule einsetzen. Fallbasiertes Lernen oder auch Case-Based Learning ist für uns das Vermitteln von Lehrinhalten anhand im tiermedizinischen Fall klinischer Fallbeispiele. Die Studierenden lernen anhand von authentischen, realen oder fiktiven Fallbeispielen. Dieses versetzt sie in real existierende Problemsituationen und das dadurch, dass die Inhalte in einem solchen Fall kontextualisiert vermittelt werden, haben die Studierenden oder auch die Lernenden einen starken Bezug zum späteren Beruf des Tierarztseins. Das Schöne dabei ist, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, diese virtuellen Patienten oder diese Fälle in einer selbstgewählten, sicheren Lernumgebung zu behandeln oder kennenzulernen und da wirklich tiermedizinische Entscheidungen zu treffen. Roger C. Shank spricht beim Case-Based Learning oder Case-Based Teaching besser gesagt vom Lehren mit Fällen. Für ihn sind Experten Personen, die auf eine Groß- oder eine Vielzahl von Fällen zurückgreifen können in ihrem Erfahrungsschatz. Und aufgrund dieser Fälle können sie Allgemeines abstrahieren und daher fundierte Entscheidungen treffen, wenn jetzt ein ähnlicher Fall beispielsweise auftritt. Er sagt auch, dass Schlussfolgerungen nur gezogen können werden, wenn natürlich entsprechendes Vorwissen vorhanden ist. Und wir wollen mit diesem Case-Based Teaching oder Case-Based Learning die Entscheidungskompetenz der Studierenden fördern oder trainieren. Und in der Tiermedizin hat das bei uns besonderen Stellenwert bei sogenannten Spezialfällen. Sie können sich vorstellen, dass zum Beispiel eine Tierseuche oder eine hoch ansteckende Krankheit glücklicherweise nicht so häufig vorkommt. Und hier bietet uns natürlich die Vermittlung anhand von digitalen Lernfällen die Möglichkeit, auch solche Spezialfälle, wenn sie nicht so häufig auch vorkommen, den Studierenden mitteilen zu können, damit diese dann, wenn es wirklich mal zu einer realen Situation kommt, quasi gewappnet sind und wissen, was sie tun. Jetzt kommen wir schon zu einigen digitalen Anwendungsbeispielen in der Tiermedizin. Zuallererst genannt das Kasus-System. Ich hatte es schon erwähnt, es wird hier an der Tierärztlichen Hochschule Hannover schon seit langem sehr erfolgreich eingesetzt. Es ist ein webbasiertes System, in dem zurzeit über 350 Lernfälle in verschiedensten Sprachen vorhanden sind. Die Freischaltung der Lernfälle ist bei uns an die Semesterzugehörigkeit gekoppelt, damit sichergestellt ist, dass auch ein Studierender im ersten Semester nicht schon hochchirurgische Fälle zum Beispiel zu bearbeiten muss, wo er noch gar nicht das Grundwissen für hat. Ein weiteres Beispiel aus dem tiermedizinischen Bereich stammt vom Royal Veterinary College in London. Das ist auch webbasiert. Sie sehen unter den Bildern immer die Webadresse. Beim Emergency Case Simulator ist es das Ziel, drei Notfallpatienten zu behandeln, im Endeffekt zu stabilisieren, denn es sind, ja, wie genannt, Emergencies, also Notfälle. Und hier ist Zeit ein entscheidender Faktor, so wie es im realen Leben auch wäre. Bei jedem Fall tickt quasi im Hintergrund eine Uhr, beziehungsweise gut sichtbar. Und man kann verschiedene Maßnahmen anwenden. Und jede Maßnahme stiehlt ein wenig von der Zeit und hilft dem Patienten oder sie hilft ihm eben nicht. Und so kann man quasi eigentlich im real existierenden stressige, sehr stressige Situation in Ruhe zu Hause üben und die auch immer wieder wiederholen. Ein drittes Beispiel noch, der sogenannte Virtual Exams Room von der St. István Universität in Budapest.
Hier handelt es sich um einen komplett 3D-simulierten Untersuchungsraum. Sie sehen das unten rechts im Bild. Das Interessante hieran ist, das Computermodell gibt der Situation angepasstes Feedback. Sie sehen da so einen kleinen animierten Hund. Und wenn es dem Hund gut geht durch das, was sie getan haben, dann fängt er an, mit dem Schwanz zu wedeln zum Beispiel. Und wenn sie etwas getan haben oder mit einer Entscheidung zu lange gezögert haben, dann legt er sich hin, weil er schwach ist. Und dieses ja, diese realitätsnahe Simulation soll eine gewisse Form von Empathie natürlich erzeugen. Und das soll die Motivation beim Lernenden natürlich fördern. Kommen wir nun zu einem wichtigen Punkt des fallbasierten Lernens. Und zwar gibt es verschiedene Formen, durch einen klinischen Fall oder durch einen normalen Fall zu navigieren. Die gängigste Form, die wir auch hier an der Tierärztlichen Hochschule einsetzen im Kasussystem, ist das lineare System. Sie sehen das hier links auf der Folie. Linear heißt, dass eine Karte oder ja, ein Szenario nach dem anderen präsentiert wird. Die Fragezeichen stehen dabei immer für Fragen, die eingeblendet werden, und die leeren Kästen für Informationskarten, bei denen der Fall näher gebracht wird. Es gibt also immer eine, ich sag mal, richtige Entscheidung, eine Expertenentscheidung. Beim Branching, das sehen Sie in der Mitte, kann man anders navigieren. Stellen Sie sich vor, wir füllen das mal ein bisschen mit Leben. Ein Patient kommt zu Ihnen in die Praxis und dann müssen Sie sich entscheiden, was für Untersuchungen mache ich jetzt. Mache ich jetzt ein Röntgen, mache ich einen Ultraschall oder einen anderen Test? Und je nachdem, wie Sie sich entscheiden, werden Sie auf einen anderen Pfad geleitet, der möglicherweise, Sie sehen, dass da in den roten Feldern auch nicht so gut ist. Das ist natürlich etwas interaktiver gestaltet, aber Sie müssen sich vorstellen, dass man da auch ganz schnell die Übersicht verliert. Es wird leichter angenommen, wenn man dieses Branching verwendet, aber die lineare Navigation führt zu einem besseren Lernerfolg. Und dann zuletzt nicht zu vergessen, das sogenannte explorative System. Da startet man mit einer Grundfrage und holt sich sehr viele Informationen aus den Verzweigungen heraus, um dann gewisse Fragen zu beenden und zu einem guten oder auch schlechten Erfolg zu kommen. Sie sehen unten unter den Beschriftungen immer noch ein paar Beispiele. Wie gesagt, das lineare Navigationssystem verwenden wir hier an der Tierärztlichen Hochschule in unserem Kasussystem. Die Universität Heidelberg hat ein ganz ähnliches System, es nennt sich Campus. Zum Branching hat mich ein Kollege aus Braunschweig auf das Tool oder auf das System Twine aufmerksam gemacht. Sie kennen vielleicht noch die sogenannten Adventure Books, wo Sie verschiedene Entscheidungen treffen müssen. Sie haben also ein Buch in der Hand und dann sagen Sie, wenn Sie jetzt diese Entscheidung treffen, lesen Sie bitte weiter auf Seite 23. Wenn Sie diese Entscheidung treffen, lesen Sie bitte weiter auf Seite 43. Und ganz ähnlich, nur in digitalisierter Form, funktioniert dieses Twine-System. Zum explorativen System gibt es das sogenannte ID Casebook. Das ist von einer amerikanischen Universität im Studiengang Instruktionsdesign oder Instruction Design. Und die haben ganz einfach Webseiten so programmiert, dass man sie explorativ erforschen kann, um dann verschiedene Kernfragen zu beantworten. Kommen wir nun zum Kasussystem. Wie schon erwähnt, es ist ein fallorientiertes, multimediales Lern- und Autorensystem von der Instruct AG aus München und es basiert auf verschiedenen Lernkarten. Es wird nicht nur in der Tiermedizin, sondern auch in der Humanmedizin, und auch im Fach Jura oder auch von den Geografen, da habe ich auch schon ein paar Fälle gesehen, verwendet. Wie schon erwähnt, haben wir hier an der Tierärztlichen Hochschule über 350 Lernfälle. Diese sind freiwillig nutzbar. Und wir als E-Learning-Beratung betreuen dieses System und bieten auch für die Dozierenden Schulungen an und unterstützen sie bei der Fallentwicklung oder auch Fallweiterentwicklung. Ein paar Vor- und Nachteile des Lernens und Lehrens mit Kasus. Vorteile auf Studierendenseite sind natürlich ein individuelles, praxisnahes Lernen. Ja, man bearbeitet digitale Fälle, die später auch im realen Leben auf einen zukommen werden. Man kann diese Fälle immer wieder wiederholen, bis man sich wirklich sicher ist. Man kann die Lernumgebung natürlich selbst wählen. Auch eine mobile Variante ist möglich.
Auch interessant ist, dass die Studierenden oder die Lernenden Feedback dem Autor geben können. Das heißt, wir können eine sogenannte Feedback-Funktion einschalten und dann kann entweder zum ganzen Fall oder zu einzelnen Aspekten des Falls Feedback gegeben werden. Wir schalten diese Fälle vorlesungsbegleitend frei oder integriert. Und es gibt zum Beispiel auch spezielle Kurse, Blogveranstaltungen, die dann auf einem solchen Kasuskurs fußen, der dann quasi im Vorfeld bearbeitet werden soll, um sich das Wissen für diesen Blogkurs anzueignen. Als Vor- und Nachteil, da kommen wir jetzt auch zu dem Nachteil, steht jetzt hier, das kann freiwillig im Selbststudium genutzt werden. Das ist also, damit kommen wir zu den Nachteilen, ein on-top zusätzliches Angebot, das manch einer vielleicht gerne nutzen würde, aber auch einfach nicht die Zeit dafür findet. Zudem muss man sich ein wenig in dieses webbasierte System einfuchsen, sage ich mal. Dafür haben wir aber auch schon einen Einführungsfall für die Erstsemester angelegt, in dem sie dieses Kasussystem relativ schnell kennenlernen. Das gilt natürlich auch für die Dozierenden. Diese müssen sich auch in ein webbasiertes System einarbeiten. Und die Fallerstellung ist zumindest am Anfang relativ zeitaufwendig. Und genauso wie die Administration und Pflege der Falldatenbank und oder der Benutzerdatenbank natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt. Für die Dozierenden haben wir auch einen Beispielfall angelegt, in dem die Fallerstellung mit Kasus weiter erklärt wird. Diesen schalten wir immer danach frei, wenn wir sie in Persona quasi einmal geschult haben. Welche Möglichkeit bietet Kasus denn den Autorinnen und Autoren? Wir haben jetzt von multimedialem System gesprochen. Einmal quasi reingefuchst, ist die Bedienung des Systems relativ intuitiv. Man kann seine Fälle erstellen, kann sie reviewen lassen und dann später veröffentlichen und auch relativ einfach verwalten und auswerten. Wir schauen uns das gleich nochmal live an. Mit dem Auswerten ist gemeint, dass man tatsächlich die Beantwortung der Lernenden sich anschauen kann. Wie gut haben die Lernenden in dem von mir erstellten Fall abgeschlossen? Wo muss ich vielleicht in der Präsenzlehre nochmal einen Fokus drauf setzen, weil zum Beispiel ein bestimmter Aspekt immer wieder verkehrt gemacht wird? Stichwort multimedial. Das Kasus-System bietet uns die Möglichkeit, verschiedene Medien in diese Fälle einfließen zu lassen. Zum einen Videosequenzen oder auch Tonspuren, natürlich Bildmaterial und auch Dokumente, zum Beispiel im PDF-Format, die dann auch heruntergeladen werden können im Sinne eines einer Take-Home-Message. Ist ein Fall erstmal erstellt, ist dieser natürlich langfristig nutzbar. Wenn sich jetzt nicht medizinisch, sage ich mal, etwas ändert in Therapieroutinen oder rechtlich, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Fall zum Thema Verbraucherschutz machen, ist so ein Fall relativ lange nutzbar. Wie sieht es mit der Akzeptanz aus und wie oft wird es überhaupt genutzt, dieses Kasussystem? Die Studierenden sagen von sich selber, dass sie sich in einer Prüfungssituation sicherer fühlen, wenn sie vorher mit Kasus geübt haben. Wie schon erwähnt, die Dozierenden sagen, es ist schon ein wenig zeitlicher Aufwand. Interessant ist, und das kann ich auch bestätigen, ich bin ja noch nicht so lange raus aus dem Studium, die höchste Fallnutzungsrate ist kurz vor den Examensprüfungen. Da will man dann schnell nochmal ein paar Knackpunkte klären und da bietet sich Kasus natürlich auch an. Und Fallbeispiele in der eigenen Muttersprache sind beliebter als die in englischer Sprache zum Beispiel verfassten und man bearbeitet auch am liebsten Fälle, welche aus der eigenen Universität von den bekannten Dozierenden genutzt wurde, erstellt wurde. Hier rechts sehen wir mal die Nutzungszahlen. Es ist also in jedem Semester gut über die Hälfte der Studierenden, die Kasus auch, die sich in Kasus registriert haben. Wie sieht es aus mit dem Review-Prozess? Das ist für uns immer ein ganz wichtiges Thema. Wir wollen ja auch gute Qualität anbieten. Pardon. Das Begutachtungsverfahren im Kasus-System erfolgt durch einen dreistufigen Review-Prozess. Man hat einmal ein inhaltliches Review durch einen ja, fachverwandten Reviewer oder Reviewerin, dann ein technisch-formales Review, ob auch alles
so funktioniert, ob die Fragenformate korrekt gewählt sind und dann nochmal ein didaktisches Review zum Schluss. Interessant ist, ich hatte es vorhin gesagt, die Studierenden fühlen sich selbstsicherer, fühlen sich sicherer in der Prüfungssituation, wenn sie vorher mit Kasus geübt haben. Und das ist also auch messbar in den Noten. Man sieht also eine positive Korrelation zwischen der Erfolgsrate bei der Bearbeitung eines Kasusfalls und der Erfolgsrate in einer Examensprüfung im Fach Biochemie. Man sieht hier, dass Leute, die wie gesagt gut in Kasus abgeschnitten haben, auch teilweise sehr gut in den möglichen Prüfungen abschneiden. Wir wechseln jetzt einmal live ins Kasus-System und werden zusammen einen Demo-Fall lösen, den ich für das E-Code-Verbundprojekt angelegt habe. Dafür wechseln wir jetzt einmal kurz das Layout. So, wir sehen hier die Login-Seite des Kasus-Systems. Da logge ich mich jetzt einmal ein. Hier ist das Auswahlmenü für den Autoren. Wir gehen jetzt auf den Autorenmodus. Und da sieht man die von mir generierten Fälle. Uns interessiert heute der E-Kult-Demo-Fall. Wir wählen den einmal an. Diesen könnten wir jetzt ganz normal weiter bearbeiten. Wir wollen ihn uns aber so anschauen, als ob als ob wir jetzt der Student wären, der das gerne mal ausprobieren würde. Deswegen gehen wir auf die Vorschau. Und so ist dann quasi die Ansicht für die Lernenden. Die erste Fallkarte hat bei uns immer oder soll bei uns immer ein relativ einheitliches Format sein. Es sollen die Autoren und Autorinnen genannt werden und in welchem Institut dieser Fall erstellt wurde und im Idealfall auch die drei wichtigsten Lernziele. Wir gehen einmal weiter zur nächsten Karte, denn da geht es darum, wie das Interface aufgebaut ist. Generell sind die Fallkarten im Kasus-System immer gleich aufgebaut. Es gibt also einen Infotext, diesen lesen wir hier gerade. Dieser präsentiert dann relevante Inhalte für die Fragestellung. Den Multimedia-Bereich, den sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Da werden dann die Medien hochgeladen. Im unteren Bereich sehen wir das Aufgabenfeld. Hier mit einer relativ leicht zu lösenden Aufgabe, die wir jetzt einmal lösen. Ich hoffe, Sie sind alle bereit. Ich nehme das einfach mal als gegeben an und schicke diese Antwort ab. Und hier sehen wir als Auflösung, A wurde auch vom Experten angeklickt. Das heißt, wir haben 100% bei dieser Aufgabe geschafft. Und was eine wichtige Funktion im Kasus-System ist der sogenannte Antwortkommentar. Den sehen die Studierenden oder die Lernenden erst, wenn sie die Antwort abgeschickt haben. Das ist dieses hier, ich markiere das mal für Sie. Da werden dann bei richtigen Aufgaben natürlich auch die falschen Antworten erklärt. Warum sind diese falsch? Und auch die richtige Antwort, warum ist diese richtig? Wir gehen einmal zur nächsten Aufgabe. Sie sehen sie jetzt im Infotext relativ viel stehen. Da geht es grob um Multiple-Choice-Fragen. Rechts sehen Sie jetzt den Multimedia-Bereich, in dem man sich auch dann vergrößern kann. Sie sehen ein wunderschönes Bild der Heide. Und darum geht es in unserem Fall, den wir jetzt lösen wollen. Und den werden wir jetzt gemeinsam lösen. Deswegen ändern wir nochmal kurz das Layout und ich mache einmal kurz ein paar Notizen für Sie. Was wir jetzt hier im Kursiv stehen, ich kreise das mal ein, das ist die Fallgeschichte. Ja? Darum geht es immer in dem Fall. Darunter, jetzt auch eingekreist, ist die Aufgabe, die es zu lösen gilt. Und hier ganz unten haben wir die Antwortoptionen, die vorgegeben sind. Also, Mitte Mai machen wir einen schönen Spaziergang durch die Lüneburger Heide. Das Wetter ist ausgezeichnet, die Natur zeigt sich im Gegensatz zu heute von ihrer besten Seite. Auf einem Wanderweg sehen Sie einen Hund, der frei durch den Wald stöbert, und auf dem nächsten Wanderweg sehen Sie den zugehörigen Besitzer. Als Sie näher kommen, begrüßen Sie ihn freundlich und weisen ihn darauf hin, dass der Hund nicht frei laufen darf, da gerade Brut- und Setzzeit in Niedersachsen ist. Der Mann entschuldigt sich pflichtbewusst, er nimmt den Hund an die Leine und wäre hier im Urlaub und wüsste nichts von der Regelung. Die Aufgabe oder die Frage ist jetzt: Wann herrscht in Niedersachsen die allgemeine Brut- und Setzzeit? Und da bitte ich Sie mal, das für mich zu beantworten.
Da kommen schon die ersten Antworten. Sehr schön. Ich richte mich dann ganz nach Ihnen, was wir anklicken. Ich weiß natürlich, was richtig ist. Jetzt haben wir 50-50, das macht es natürlich schwierig. Dann stimme ich auch nochmal mit ab. Denn das ist die richtige Antwort. Wir gehen einmal zurück ins Kasus-System und wählen diese Antwort aus. Und hier sehen Sie dann auch, wir haben es übermorgen geschafft. Die Hunde dürfen wieder von der Leine abgemacht werden. Hier im Antwortkommentar sehen Sie jetzt auch die Erklärung dafür, von wann bis wann die Brut- und Sitzzeit gibt. Das ist also quasi aus dem Gesetzestext übernommen. Und damit hätten wir diese Frage geklärt. Wir gehen einmal zur nächsten Karte. Denn jetzt geht der Fall weiter. Nach einer netten Unterhaltung widmen Sie sich wieder Ihrem Spaziergang. Nach einigen Metern fällt Ihnen eine kleine Bewegung zwischen den Büschen auf. Vom Wanderweg aus sehen Sie die kleine Kreatur und dieses beobachtet Sie mit einigem Interesse. Wir sehen jetzt hier im Multimedia-Bereich das Bild dieses kleinen Tieres. Und jetzt haben wir keine Multiple-Choice-Antwort mehr, sondern jetzt brauchen wir eine Freitext-Antwort. Und das würde ich jetzt gern auch nochmal von Ihnen wissen. Wie bezeichnet man, oh, jetzt habe ich es verdeckt natürlich, ein solches Tier? Da kommen schon die ersten Antworten rein. Ah, man ist sich relativ einig, um was es sich für ein Tier handelt. Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Und dann werde ich das mal, ja, einloggen. Wir wechseln also wieder live in das Kasus-System und ich schreibe hier mal Rickets rein. Schicke die Antwort ab. Und wir haben recht. Das Schöne beim Freitext ist auch, dass man nicht eine Antwort als absolute Antwort hinterlegen kann, sondern auch noch Synonyme festlegen könnte. In diesem Fall, Sie sehen es hier unten, wäre auch nur Kitz denkbar gewesen oder aber auch Rehkalb. Das ist im alpinen Raum, wird das ganz gerne mal verwendet. Wir haben jetzt das Rehkitz genommen. Das war die Antwort, die ich als absolute Antwort angewählt hatte. Dementsprechend haben wir diese Aufgabe sehr gut gelöst. Wir gehen einmal zur nächsten Karte. Ich gebe das auch nochmal hier frei. Fragenformat ähnlich. Diesmal ist es eine unbewertete Freitextantwort, um beim Fall zu bleiben. Die Frau Panke sagt gerade, bei der Freitextantwort wird auch auf Groß- und Kleinschreibung geachtet. Ja, das wird es. Man kann im Kasus-System eine sogenannte Tippfehlertoleranz einstellen, dass man sagt, okay, ich lasse euch einen Tippfehler zu oder ich lasse euch auch zwei Tippfehler zu. Aber Groß- und Kleinschreibung gehört da mit dazu. Man kann natürlich in der Synonymliste, die auch als korrekt angegeben wird, die Groß- und Kleinschreibung oder wenn man jetzt zum Beispiel das Rehkitz groß geschrieben hat, dieses auch nochmal klein als zulässiges Synonym dazulegen. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Alles klar. Dann gehen wir in unserem Fall weiter. Wir haben festgestellt, es ist ein Rehkitz. Alles klar. Nach mehreren Minuten liegt dieses Rehkitz immer noch an Ort und Stelle und das kommt Ihnen ein bisschen komisch vor, denn Rehe sind doch eigentlich sehr scheue Tiere. Sie blicken sich um und können keine anderen Rehe entdecken. Dafür habe ich jetzt keine Abstimmung für Sie vorbereitet, denn hier handelt es sich um eine unbewertete Freitextantwort. Ich wollte Ihnen gerne einfach dieses Fragenformat nochmal im Kasus-System zeigen und werde jetzt eine Antwort auch eingeben. Wir fassen die relativ kurz, liegen lassen. Und sagen, Fragen gucken, schauen mal, was der Experte gesagt hat. Wie schon erwähnt, es ist hier eine unbewertete Freitextantwort. Daher dient diese Frage der Selbstüberprüfung und wird nicht weiter bewertet. Der Experte hat jetzt geschrieben, das Rehkitz muss in Ruhe gelassen werden. Die Mütter legen den Nachwuchs an sichere Stelle ab und kommen nur zum Säugen vorbei. Und hier unten im Antwortkommentar, wieder im Kursiv,
kann man dann lesen, warum das so ist. Wichtig ist das zum Beispiel, dass man diese Rehkitze liegen lässt, denn wenn sie einmal den menschlichen Geruch angenommen haben, dann werden sie vom Muttertier nicht mehr so gerne aufgenommen und verweisen dann. Anders ist das, wenn man zum Beispiel, bevor eine Wiese abgemäht wird mit trainierten Hunden, diese Wiese absucht und die Kitze quasi, ich sag mal, mit so einem Grasbüschel anfasst und an eine sichere Stelle trägt. Kommen wir zur nächsten Frage oder zur nächsten Karte, besser gesagt. Wie Sie sehen, es dreht sich alles um wilde Tiere. Jetzt nicht mehr um ein Reh, sondern um eine Schleiereule. Sie haben also das Rehkitz liegen gelassen. Ich markiere nochmal den Case für Sie, den Fall. Sie haben das Rehkitz liegen gelassen und wenig später sehen Sie dann ein Reh in die Richtung laufen, aus der Sie kamen. Das ist also so ein bisschen die Bestätigung, dass wir alles richtig gemacht haben. Da es langsam dunkler wird, beschließen Sie, den Heimweg anzutreten. Und kurz vor dem Parkplatz fällt Ihnen abermals eine Bewegung in den Büschen auf. Vor Ihnen sitzt auf dem Boden eine junge Schleiereule, die sehen wir hier rechts wieder im Multimedia-Bereich. Diese versucht loszufliegen, bewegt sich aber nicht so richtig vom Fleck. Und beim Betrachten fällt Ihnen außerdem noch auf, dass ein Flügel recht ungewöhnlich absteht. Sie beschließen also, das Tier in die tierärztliche Praxis zu bringen. Das Fragenformat hier oder das Aufgabenformat hier ist die sogenannte Sortierantwort. Wir können also mit Drag and Drop die Reihenfolge der Tätigkeiten festlegen, wie sie nun richtig wäre. Das gestaltet sich auch in einer Abstimmung relativ schwierig. Deswegen werde ich Ihnen das jetzt einmal wieder live im System zeigen und dazu eine kleine Geschichte sozusagen erzählen. Also, wir haben hier fünf Möglichkeiten. Zur tierärztlichen Praxis fahren, das machen wir, glaube ich, ganz zum Schluss. Ja? Und bevor wir überhaupt etwas tun, verständigen wir erstmal die Polizei oder den Jagdpächter, sollte der uns bekannt sein. Danach rufen wir beim Tierarzt an oder bei der Tierärztin an, ob die überhaupt einem solchen Vogel gewachsen sind. Später holt man dann etwas zum Einfangen aus dem Auto, fängt diese Schleiereule ein und fährt dann nachher zur tierärztlichen Praxis. Ich hoffe, ich habe alles richtig sortiert. Ja, wir haben alles richtig sortiert. Sie sehen, das ist also ein Fall, der einem im wirklichen Leben passieren kann und den man auch gut nachvollziehen kann. Und jetzt ist es hier im Antwortkommentar umso wichtiger, dass wir das jetzt begründen. Warum ist diese Reihenfolge wichtig? Ja? Wir müssen zunächst einmal die Polizei oder den Jagdpächter verständigen, weil es sich um ein Wildtier handelt, das dem Jagdrecht unterliegt. Danach sollte man auf jeden Fall den Tierarzt kontaktieren, ob er sich mit solchen Tieren überhaupt auskennt. Gegebenenfalls weiß er auch eine Adresse, wo man besser aufgehoben ist. Um einen Wildvogel einzufangen, eignet sich eigentlich jedes Kleidungsstück, das etwas größer ist. Man kann am allerbesten geht es, wenn man ein dunkles Handtuch hat und das schnell über sie wirft, denn sobald die Augen verdeckt sind, werden die Wildtiere relativ ruhig. Und der Transport von Wildvögeln gestaltet sich in einem abgedunkelten Pappkarton auch am besten. Und ja, nach dem Einfangen und dem, ja, ich frage gerade jemand, was passiert, wenn man falsche Antworten abschickt. Das machen wir gleich. Dafür habe ich mir die letzte Folie aufgehoben. Schauen wir uns jetzt einmal an. Wir gehen einmal weiter. Wir sehen jetzt hier eine Lückentextaufgabe, die ich persönlich immer sehr gerne verwende, um den Fall noch einmal zusammenzufassen. Denn mit einem solchen Lückentext, das sind hier 10 Punkte, die eingegeben werden müssen, auch im Freitext, kann man gut feststellen, ob die Lernenden auch alle Antwortkommentare gelesen haben und den Fall auch wirklich gewissenhaft bearbeitet haben. Wir sehen jetzt hier wieder die Geschichte. Nach dem ausgiebigen Spaziergang machen Sie sich auf den Weg nach Hause. Sie haben heute sehr viel erlebt und auf der Fahrt nach Hause lassen Sie den Tag gedanklich Revue passieren. Und dann mit den vorangegangenen beantworteten Fragen, das ist also die Aufgabe, die ich jetzt gerade vorlese, können Sie nun den unten stehenden Lückentext ausfüllen. Und das werden wir jetzt mal tun. Und da werden wir absichtlich mal einen Fehler reinbauen, um zu sehen, wie das ausgewertet wird. Die allgemeine Brut- und Setzzeit, haben wir gelernt, beginnt in Niedersachsen am 1. April und dauert bis zum 15. Juli. Zum Glück haben wir es bald geschafft. Hunde sind in dieser Zeit, wenn sie sich in der sogenannten freien Landschaft bewegen, an der Leine zu führen. Bis jetzt sind wir noch alles korrekt. Der Nachwuchs von Rehen wird als, da sagen wir jetzt einfach mal, Frischling
das wäre das Nachwuchs vom Schweinchen bezeichnet. Findet man eines allein im Gras liegen, sollte man es unter keinen Umständen anpacken oder anfassen. Und der übertragene Geruch könnte das Muttertier abschrecken. Findet man hingegen ein offensichtlich verletztes Wildtier, sollte zunächst der Jagdpächter oder, wie wir gelernt haben, die Polizei verständigt werden. Und bei Wildvögeln ist es sinnvoll, zur Beruhigung die Augen zu verdecken. Und der Transport erfolgt optimalerweise in einem abgedunkelten Karton. Gut, wir schicken jetzt einmal die Antworten ab und schauen uns die Auswertung an. Wir sehen jetzt hier, 8 Antworten sind richtig. Und hier sehen wir in grün, was richtig wäre. Wir sind also hier im April richtig, im Juli richtig, die Landschaft war richtig, die Leine war richtig. Hier haben wir geschrieben, Frischling wäre falsch gewesen, da müsste Kitz hin. Und auch das Anpacken war nicht richtig, denn man könnte da berühren. Obwohl Anpacken würde natürlich auch gehen, wenn ich das noch in die Syn wenn der, oder wenn der Autor es noch in die Synonymliste gepackt hätte. Und das wäre jetzt ein Moment, wo ich als Lernender dem Autor Feedback geben könnte. Schau mal bitte auf diese Karte. Ich habe da eine Antwort gegeben, die ist eigentlich richtig, die hast du aber nicht in deiner Synonymliste. Könntest du das nochmal mit hineingeben? Gut, wir gehen einmal zur nächsten Folie. Die sogenannte letzte Fallkarte hat bei uns auch ein gewisses Format. Hier finden wir das Literatur- und Abbildungsverzeichnis und eine kurze Zusammenfassung des Fallbeispiels in PDF-Format, das man dann herunterladen kann, sozusagen als Handout. Das sieht man hier einmal. Ich habe das also hochgeladen. Wir schauen uns das einmal zusammen an. Und das bietet dem Studierenden auch nochmal quasi das gesammelte Wissen oder die definierten Lernziele quasi in einer Textform wirklich mit nach Hause zu geben, mit nach Hause zu nehmen. Braucht immer ein wenig, bis es lädt. Hier sehen Sie mal so ein Beispiel-Handout. Hier werden die Autoren nochmal genannt, wo dieser Fall erstellt wurde, in welchem Institut. Dann werden die Lernziele genannt und später auch nochmal die Take-Home-Messages. Ich sehe gerade noch mal eine Frage von Rainer. Das geht leider nicht. Es gibt noch die Möglichkeit, Fragenformate wie Zuordnung zu machen, aber in dem Lückentext muss man tatsächlich einen Text eingeben und dann Lücken definieren, dass man dann Begriffe über das Dropdown-Menü zur Verfügung stellt. Das geht nicht. Man könnte sich aber damit behelfen, dass man im Infotext beispielsweise die zu zuordnenden Begriffe nennt, dass man sagt, okay, wir haben hier 10 Lücken. Das sind die 10 Begriffe in zufälliger Reihenfolge. Diese müssen verteilt werden. So könnte man das auch lösen. Okay. Ich komme einmal zurück zu Ihnen ins System. Und wir wechseln wieder in die Präsentation. Jetzt, wo wir einen Eindruck vom fallbasierten Lernen und Lehren gewonnen haben, hätte ich gern einmal 2 Fragen von Ihnen beantwortet. Und zwar, wird an Ihrem Standort schon fallbasiertes Lernen oder Lehren eingesetzt? Und wenn nein oder wenn auch ja, dann können Sie sich vorstellen, fallbasiertes Lernen oder Lehren an Ihrem Standort einzusetzen. Da hätte ich gern einmal Ihre Stimmabgabe dafür. Ich freue mich schon mal besonders, dass auf die zweite Frage viele mit Ja antworten. Das freut mich sehr. Das heißt, Sie finden das Konzept schon mal sehr gut. Ich finde es persönlich auch sehr gut. Wie gesagt, an unserer Hochschule wird es schon eingesetzt, zum größten Teil über das Kasus-System. Andere Lösungen sind natürlich auch denkbar. Man stelle sich zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation mit interaktiven Verschaltungen oder
Wenn man jetzt zum Beispiel mit Whiteboards oder mit Software von interaktiven Whiteboards arbeitet, gibt es auch die ein oder andere Möglichkeit, da einen solchen Fall draus zu basteln. Okay. Vielen Dank für Ihre Abstimmung. Ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr. Deswegen beende ich die Umfrage jetzt mal und wir gehen zurück in die Präsentation. Zum Abschluss will ich Ihnen noch etwas über die von uns genutzten Fallformate im Kasus-System erzählen. Das ist einmal das Long-Case-Format und einmal das sogenannte Key-Feature-Format. Sie sehen es schon an den Smart-Diagrammen darunter. Das Long-Case-Format ist etwas länger und das Key-Feature-Format etwas kürzer. Kommen wir zunächst einmal zum Long-Case-Format. Dieses besteht aus 15 bis 25 Fallkarten und die Bearbeitungszeit für den Lernenden sollte so um die 30 bis 45 Minuten betragen. Am besten ist hier ist auch mit Medien hier zu arbeiten, das heißt Bilder oder Videos sind ausdrücklich erwünscht, dass diese mit eingebunden werden. Natürlich muss man bei allem, was man hochlädt, die gängigen Datenschutzrichtlinien und auch die Autorenrechte beachten. 80% der Fallkarten sollten eine Fragestellung oder eine Aufgabe halten und da natürlich auch verschiedene Fragenformate am liebsten, dass man jetzt zum Beispiel nicht nur Multiple Choice oder nicht nur Freitextantworten verlangt, sondern wirklich die Bandbreite an Fragenformaten, die das System hergibt, auch nutzt. Ganz wichtiger Punkt: Auf jede Fragestellung folgt ein Antwortkommentar mit Erläuterung zu den richtigen sowie auch zu den falschen Antwortmöglichkeiten. Denn da kann der Studierende selber nochmal reflektieren, okay, warum war meine Antwort jetzt falsch? Und bekommt dann vom Experten quasi die Lösung nochmal geliefert. Und wie schon erwähnt, wir haben das ganz gerne, wenn die erste und die letzte Fallkarte so eine gewisse Einheitlichkeit haben. Zum Thema Key Features oder KFs. Das ist die Alternative zum Long Case Format. Key Features fokussieren sich auf, wie der Name schon sagt, Schlüsselfragen eines in unserem Fall klinischen Falles. Es werden also nur die wesentlichen Fragen gestellt, die für den weiteren Verlauf entscheidend ist. Zum Beispiel, welche Diagnostik wählen Sie? Welche therapeutischen Maßnahmen leiten Sie ein? Und dann möglicherweise als letzte Frage, wie ist die Prognose? Dabei bestehen die Fragestellungen bauen aufeinander auf. In der ersten Fragestellung soll der Fall, der präsentiert wird, in aller Kürze präsentiert wird, aber auch beschrieben werden, damit man sich in die Situation hineinversetzen kann. Wir haben das jetzt hier einmal nochmal visualisiert. Dieses Fragenformat, das Key-Feature-Fragenformat, wird bei uns auch in summativen Prüfungen eingesetzt. Dann sieht man, man beginnt also in der ersten Frage mit der Fragenvignette und der Einführung in den Fall. Dann wird die erste Frage gestellt. Bei der zweiten, die muss dann natürlich beantwortet werden. In der Aufbaufrage, in der Fortsetzungsvignette wird dann die Antwort zur ersten Frage gegeben und die zweite Frage gestellt. Und dann geht es auf die dritte Folgefrage. Diese enthält dann die Antwort zur Frage 2, stellt dann noch die dritte Frage und dann hat man diese Key-Feature-Frage im Endeffekt beantwortet. Das bietet, wie gesagt, die Möglichkeit, einen Fall, wie er im Realen vorkommen kann, in der Kürze und der Würze zu präsentieren, um einfach Entscheidungskompetenz bei den Studierenden abzuprüfen. Zuletzt möchte ich mit Ihnen noch darüber sprechen, was einen guten Fall ausmacht. Ich muss kurz einmal tanken. Harried hat für sich definiert, was einen guten Fall ausmacht. Ich habe das mal übersetzt. Er sagt, ein guter Fall erzählt eine Geschichte. Besser noch eine interessante Geschichte in Bezug auf die Erfahrung, die der Lernende gemacht hat, mit Beginn, Mitte und Ende, so wie man sich eine gute Geschichte vorstellt. Ein guter Fall ist fokussiert auf ein interessantes Thema. Drama, Spannung. Im besten Fall ein Thema, das die Lernenden alle etwas angeht. Er sagt, ein guter Fall spielt im aktuellen Zeitgeschehen,
Je aktueller, desto besser. Stellen Sie sich vor, etwas wird gerade in den Nachrichten gebracht und Sie haben einen Fall, der zu Ihrem Lehrprogramm passt und Sie können den Studierenden präsentieren. Dann ist die Motivation, einen solchen Fall natürlich zu absolvieren, viel, viel höher. Nehmen wir zum Beispiel den G20-Gipfel. Und hier könnte man zum Beispiel in den Politikwissenschaften einen aktuellen Fall dazu präsentieren oder auch in Jura wäre das denkbar, dass man einen bestimmten Fall um diesen G20-Gipfel konstruiert. Ein guter Fall erzeugt Empathie mit dem Protagonisten. Oder habe ich ein Wort vergessen? Das tut mir leid. Je mehr sich der Studierende auf diesen Fall einlässt, je tiefer er in diese Geschichte eindringt, desto mehr desto höher ist die Motivation, diesen zufriedenstellend zu bearbeiten. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie ein gutes Buch vor sich haben und es gar nicht mehr weglegen können. Genauso sollten Studierende lernen, sodass sie quasi gar nicht mehr damit aufhören können, weil sie es so spannend finden. Ein guter Fall verwendet die wörtliche Rede, denn nichts lässt einen Leser noch tiefer damit eintauchen, wenn man wirklich wörtliche Rede in einem Fall oder in einer Geschichte liest. Denn dann fängt man an, sich die Person wirklich vorzustellen. Man kann eine Geschichte, ich sage mal, trocken mit den Fakten präsentieren. Ich beziehe es jetzt nochmal auf die Tiermedizin. Sie können sagen, eine Patientenbesitzerin kommt zu Ihnen in die Praxis und schildert die Vorgeschichte ihres Hundes und dann werden die Fakten aufgezählt. Oder Sie können sagen, Frau Müller kommt aufgeschreckt in ihre Praxis und erzählt Folgendes und dann folgt die wörtliche Rede. Wie es ihrem Hund auf einmal schlechter ging und sie nennt ihn die Symptome. Und das ist vom Aufbau her erzeugt das natürlich ein bisschen mehr Spannung. Ein guter Fall sollte relevant für den Lernenden sein. Die Fälle sollten im Idealfall Situationen behandeln, die dem Lernenden sehr wahrscheinlich schon vorgekommen sind oder die ihm noch vorkommen werden. Ich hatte es erwähnt, in der Tiermedizin gibt es einige Spezialfälle, die glücklicherweise nicht so häufig auftreten, wenn wir jetzt von Tierseuchen zum Beispiel sprechen oder Verbraucherschutzkatastrophen, wenn wir jetzt an Digitoxin im Ei und BSE und solche Geschichten denken, dann ist es natürlich wichtig, dass man das erkennt, wenn das mal der Fall ist. Aber man kann es also im Realen nicht so sehr präsentieren, weil man natürlich nicht immer die Fälle bzw. die realen Fälle zur Hand hat. Ein guter Fall hat ein didaktisches Konzept. Das heißt, welche Lernziele wurden für den Fall oder für den Kurs festgelegt und wie kann ich diese oder wie können die Studierenden diese beim Durcharbeiten des Falles erreichen? Ein guter Fall provoziert Konflikte. Im Idealfall bearbeiten mehrere Studierende einen Fall zusammen und es entsteht eine Diskussion über die richtige oder falsche Entscheidung, die in der Gruppe oder auch von einem Einzelnen getroffen wird. Denn dann fängt man an, das Gelernte zu reflektieren und sich nochmal mehr Gedanken darüber zu machen. In dieselbe Kerbe schlägt auch, dass ein guter Fall Entscheidungen erzwingen soll und auch muss. Denn hier kann man dann nicht einfach den Fall so durchklicken oder sich berieseln lassen, denn sonst, hier muss man sich wirklich mit dem Thema beschäftigen haben. Das aktiviert also nochmal zusätzlich. Ein guter Fall ist allgemeingültig. Das heißt, man sollte zwar eine bestimmte Situation durchspielen und es sollten auch bestimmte Personen oder Tiere oder wie auch immer genannt werden, aber diese sollen auf eine Vielzahl von Vorkommnissen in der späteren Welt anpassbar sein. Und zu guter Letzt, ein guter Fall ist kurz, da widerspreche ich so ein bisschen. Ein guter Fall ist so lang, wie er sein muss, um Inhalte rüberzubringen und auch, es ist die Frage, je spannender mein Anfall erzählt, desto länger kann er auch sein. Ein Vorschlag zur Güte wäre hier, dass man wirklich einen Fall, der lange in Anspruch nimmt, der möglicherweise auch mehrere Kurswochen füllen könnte, in mehrere Teile aufsplittet und so häppchenweise den Studierenden sozusagen präsentiert wird. Und damit haben wir jetzt noch genug Zeit für Fragen und Diskussionen. Und ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich für die Fragen, die im Zwischenzeit immer gekommen sind und ja, stehen jetzt sehr gern zur Verfügung. Ja, Sie haben also die Möglichkeit, in dem Chat Fragen zu stellen.
Vielen Dank, Felix, für deinen Vortrag. Solange die Teilnehmenden überlegen, was sie fragen könnten oder halt diese Fragen eintippen, würde ich dir ein paar Fragen stellen, die mir eingefallen sind während deines Vortrags. Ja, also nochmal zu unseren Zuhörern. Tippen Sie ruhig Ihre Fragen in den Chat, Ihre Bemerkungen, Ihre Rückmeldung. Und hier mal meine Fragen. Du hast gesagt, du hast erwähnt, dass die Studierenden Materialien bevorzugen, die in ihrer Muttersprache zu lesen sind, zu einem. Und zum anderen bevorzugen sie Materialien, die von den Dozierenden von der eigenen Hochschule stammen. Und da kommt meine Frage, gibt es eine Datenbank für dieses Kasussystem? Und man könnte als Dozierende auch von anderen Unis diese Fallkarten zusammensuchen, oder ist das ein geschlossenes System? Also, wie soll man sich das vorstellen? Es ist ein hochschulgeschlossenes System sozusagen. Man kann Fälle von anderen Hochschulen auch importieren oder diese freigeben lassen. Oder auch, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Gastdozierenden von einer anderen tiermedizinischen Fakultät haben und die erzeugen so einen Fall, dann können den natürlich beide Fakultäten, also wir und sowie auch die Gastfakultät sozusagen, nutzen. Ja. Es gibt also Also. eine Datenbank, die, in der alle Fälle, die hier an der Tierärztlichen Hochschule generiert wurden, gesammelt sind. Sowohl die, die von unseren, ich sag mal, Hauslehrern gemacht wurde, als auch die, die von zum Beispiel Gastdozierenden oder in Kooperationen und anderen Projekten entstanden sind, genutzt werden können. Ja, vielen Dank. Es gibt eine Frage von Frau Kirchberg. Eine kritische Anmerkung: Lassen sich Fehler, die gemacht werden, deutlicher hervorheben? Ich hätte den Frischling wenigstens in roter Schrift erwartet. Genau, das war auch mein Gedanke. Ja, okay. Vielen Dank für den Hinweis, Andrea. Das ist so vom System erstmal vorgegeben. Ich habe vielleicht ein nicht so gutes Beispiel dafür gewählt, denn du hast recht, genau im Lückentext wird diese Visualisierung nicht so gut gemacht. Wir können uns gleich nochmal ein anderes Beispiel anschauen, indem wir zum Beispiel die Multiple-Choice-Frage am Anfang einfach mal falsch beantworten, denn da sehen wir, wie die Auswertung gemacht ist. Wir können das gerne jetzt nochmal machen oder wir warten noch eine Frage ab und gucken es uns danach. Gerne, ich würde, wir haben noch Zeit. Machen Sie das gerne und dann. Dann machen wir das einmal. Gerbe, ich Ja. wechsle einmal nochmal in meine Bildschirmfreigabe. So, hier sind wir wieder an der Anfangsfrage, wo es um das Datum der Brut- und Setzzeit geht. Da tippen wir jetzt mal was Falsches an. Ja. Und hier sehen wir jetzt in der Auswertung, B wurde vom Experten angeklickt. Das heißt, B ist die richtige Antwort. Wir haben C angeklickt und hier sieht man mal dieses Auswertungsschema. Das ist nicht so ganz einfach im Kasussystem, wenn man das zum ersten Mal benutzt. Wir haben A nicht angeklickt. Das ist also richtig. Wir haben B nicht angeklickt, was die richtige Antwort wäre. Das ist also falsch. Und noch dazu haben wir C angeklickt, was die falsche Antwort wäre. Das ist dementsprechend auch falsch. So ist die Auswertung im Kasus-System sozusagen. Okay. Ich wechsle einmal zurück. Genau. Da ist es eindeutiger. Da wird es dann wirklich mit rot markiert, was man falsch gemacht hat. Und dafür ist dann, wie gesagt, auch der Antwortkommentar da, dass man sagen kann, okay, warum ist das jetzt falsch? Ja, vielen Dank. Ja, Frau Kirschberg, ja, bedanke sich auch. Ja, danke schön. Okay. Überlegen Sie weiterhin Ihre Fragen, Ihre Bemerkungen. Und ich habe eine zweite Frage. Ich habe insgesamt drei gesammelt während des Vortrags. Wie wird das benutzt an der TIHO? Werden diese Einheiten benotet? Vielleicht hast du das am Anfang erzählt, nur ich habe nicht aufgepasst. Werden die benotet? Fließen die Ergebnisse irgendwie in das Prüfungsergebnis rein? Hängt das von dem Dozierenden ab oder wie wird das gehandhabt? Wir benutzen das, oder an der Hochschule wird das Kasussystem für formatives Assessment genutzt. Das heißt, es ist freiwillig. Es gibt bestimmte Kurse bei uns, das sind sogenannte Wahlpflichtkurse, wo eine gewisse Zahl an Wahlpflichtstunden erledigt werden muss von den Studierenden.
Und hier haben wir zum Beispiel auch Kurse, wo wir Wahlpflichtstunden dafür verteilen, dass Kasuskurse absolviert werden, erfolgreich absolviert werden, muss man sagen. Die müssen also eine gewisse Punktzahl in einem Fall erreichen. Das ist zum Thema Neurologie zum Beispiel, da gibt es 7 oder 8 Fälle, die bearbeitet werden können. Und wenn man wirklich diese Fälle alle richtig oder mit einem gewissen Wert abschließt, dann bekommt man dafür Wahlpflichtstunden, die später auch gebraucht werden. Genau, vielen Dank. Frau Tschuklova fragt, wie aufwendig ist die Erstellung der Fälle und der Fragen? Danke für die Frage, Tatjana. Es ist so, wir können einmal in die. Ich wechsle nochmal kurz in meine Live-Freigabe. Dann können wir einmal in den Autorenmodus uns einklicken. Und dann sehen Sie mal, wie das aussieht im Autor. Hier der Infotext, wenn ich den jetzt anwähle, öffnet sich ein ganz normaler Editor, wie man das von Foren zum Beispiel auch gewöhnt ist. Und den kann man auch ganz normal überarbeiten. Man kann den auch erst in Word anlegen und dann Copy und Paste machen. Bei der Aufgabe öffnet sich der gleiche Editor, wo man dann eine Aufgabenstellung hineinschreiben kann. Und dann hat man hier die verschiedenen Antworttypen, also von Multiple Choice bis zu Schieberegler-Antworten, Zuordnungsantworten, Lückentexte. Da gibt es viele Fragenformate, aus denen man wählen kann. Und wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel die Multiple-Choice-Antwort nehmen, sieht man dann hier, dass standardmäßig 3 Antworten generiert werden. Man kann auch noch weitere hinzufügen, wenn man da noch mehr machen möchte. Oder man kann auch wieder welche löschen. Und hier kann man dann quasi, muss man die Antworten eingeben. Hier vorne wird definiert, was ist richtig. Und dann kann man hier sogar noch eine sogenannte Ausschlussantwort definieren, dass man sagt, okay, wenn ihr jetzt diese Antwort wählt, dann seid ihr raus, dann kriegt ihr überhaupt keine Punkte mehr für diese Aufgabe. Es ist zum Beispiel um so einen fatalen Fehler, den man machen kann, ja, in Anführungsstrichen zu bewerten. Es geht ja immer noch um formatives Assessment. Von daher muss man da immer ein bisschen schauen. Also es ist viel Schreiberei, das muss man sagen. Wenn man aber quasi einen Fall im Kopf hat, dann, wenn man sich einmal, wie erwähnt, schon in das System eingefuchst hat, ist es relativ intuitiv zu bedienen durch diese Editoren, die es da gibt, die sind relativ leicht zu bedienen. Ja, vielen Dank. Frau Tschuklova gibt jetzt ein. Ja, nutzen es gerne die Lehrenden und wie viel Zeit sind Lehrende bereit zu investieren in die Erstellung von Fahrkarten? Das ist immer die gute Frage, denn meistens, das ist ja Aufwand, der, sage ich mal, on top kommt. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Projekt oder eine Projektfinanzierung haben, die das elektronische Lernen mit einschließt, dann kann man das natürlich mit Kasus quasi bewältigen, wenn also Zeit dafür da ist oder auch wenn wirklich Geld dafür gegeben wird durch ein Drittmittelprojekt zum Beispiel. Ansonsten ist es wie mit jedem Tool, was wir als E-Learning-Berater anbieten. Es gibt Personen oder Dozierende, die das sehr, sehr gerne einsetzen und sehr, sehr viel damit tun und die Studierenden auch dazu anhalten, das zu benutzen. Und es gibt Dozierende, da braucht man es nicht so richtig versuchen, weil sie das System einfach ablehnen zum Beispiel oder weil sie damit nicht gerne arbeiten. Aber man kann sagen, dass die Schulungen, die wir anbieten, da sind immer wieder neue Dozierende dabei, die etwas über das System lernen wollen und dann später auch Fälle generieren. Ich meine, wir lassen Sie damit dann nicht alleine, denn wir unterstützen Sie dann nachher auch, wenn Sie irgendwo hängen zum Beispiel und den Fall nicht weiterkriegen, weil Sie eine Funktion zum Beispiel nicht begriffen haben, dann sind wir natürlich immer da und helfen da weiter. So, vielen Dank. Ja, Frau Schuklova sagt auch vielen Dank. Ja, wir Danke. haben noch 5 Minuten. Ich habe noch meine Fragen. Wenn nichts in dem Chat kommt, dann stelle ich sie mal. Ist das jetzt an das hochschuleigene Learning Management System angeschlossen oder müssen sich die Studierenden in eine externe Software einloggen? Es ist webbasiert, das heißt, die gehen auf eine Einlog-Webseite. Den Account oder die Accounts, besser gesagt, werden über eine zentrale Registrierung, das heißt, wir schicken die los. Der Login ist festgelegt, der ist von der Hochschule quasi festgelegt. Und
Aber es ist nicht in unser Lernmanagementsystem eingearbeitet. Das ist es nicht. Gut, danke schön. Und es gibt noch, kommt eine Frage in den Chat, aber solange es gibt Schnittstellen für LMS. Ja, danke schön. So, man könnte das dann verbinden. Zu welchem? Zu Moodle oder Stud.IP? Ich warte mal. Moodle Elias. Moodle und Ilias. Ja, danke schön. Und ich habe eine letzte Frage meinerseits. Du hast erwähnt, dass du diese Karte halt für eKult erstellt hast, für so Testzwecke. Und gäbe es die Möglichkeit, wenn eKult-Mitarbeiter sich das angucken möchten, dass sie so einen Demo-Zugang kriegen oder so und Genau, sich durchklicken können durch das Rekits und durch die Eule oder. das ist das war der Hintergrund dahinter. Wir haben den Fall jetzt mehr oder weniger frisch abgeschlossen. Wir lassen sie natürlich auch durch einen Review-Prozess gehen innerhalb unserer E-Learning-Beratung. Und wir wollen das den eKult-Mitarbeitenden zugänglich machen, die da Interesse daran haben. Aber da würde dann in nächster Zeit auch nochmal eine Information zukommen. Ach so, sehr schön, danke. Dann haben wir das Gleiche gedacht. Dann freuen sich sicher die eKult-Mitarbeiter. Ja, vielen Dank. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Wenn es keine Fragen mehr gibt, doch, Frau Czuklova gibt noch ein. Ah ja, vielen Dank für den Vortrag. Ja, ich bedanke mich auch. Ich fand es auch wirklich sehr interessant.